Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider 2. Wir stecken immer noch in den Katakomben von Talion. Und es gibt hier mehrere Möglichkeiten. Einmal können wir da hochspringen, glaube ich. Einmal geht's da lang. Und einmal geht's in den Löwenpit. Ich denke, sinnvoll wäre erstmal hier lang zu gehen. Alright. Das hat uns genau was gebracht? Hier ist nichts. Das heißt, hier sind wir noch zu früh dran. Was zur Hölle bringt uns das hier? Ah doch, hier kann man rein. Nee. Ach so, das ist ein Zeitdings, oder? Das geht hier auf. Das heißt, wenn wir hier drauf stehen, geht das da auf? Nee. Alright. Um das kümmern wir uns gleich mal. Schaffen wir dies? Kann man diesen Sprung machen? Sieht irgendwie von hier so ein bisschen so aus, als würde, müsste das gehen. Wenn... Dann würden wir den aber von hier aus machen. Wir probieren es mal. Mehr schief gehen kann es ja nicht. Nö, geht nicht. Okay. Wir gehen auf jeden Fall noch zu den Löwen runter. Ich verspreche es, aber ich bin ehrlich gesagt nicht ganz verpicht auf die Löwen. Lieber... Eine Horde Spikes. Ach du meine Güte. Das ist die andere Tür, ne? Haben wir sonst noch irgendwas? Wir haben hier nochmal eine Tür. Können wir... Okay, wir können da hoch. Glaube ich. Ich glaube, wir kommen hier hoch. Zwei Blöcke sollte Lara schaffen. Nee, tut sie nicht. Aha. Sehen wir... Stecken wir hier fest? Das kann man nicht... ziehen und schieben. Das hier geht auf. Okay, das ist hier einfach das Exit. Wofür ist der Raum da? Was will das Spiel da von uns? Gucken wir mal. Vielleicht müssen wir die in der richtigen Reihenfolge aktivieren. Ja, das Ding ist offen. Alright, das ist hier echt knapp bemessen. Ich sehe, wie das Puzzle funktioniert. Also, das Ding hier öffnet die hintere Tür. Das hier öffnet die vordere Tür. Und da muss man nur noch den Sprung schaffen. Nur noch. Mist, das war auch schlecht. So, erstmal das hier öffnen, dann das hier öffnen. Darf ich nicht stehen bleiben? Alright. Wir speichern das mal unter aber einem neuen Speicherpunkt. Also die 63, die lassen wir da stehen. So, und dann hier runter. Schauen, was uns das genau gebracht hat. Was? Bitte? Das ist das Levelende? Nee, 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 nee. So nicht. So nicht. Wenn das Levelende ist, das ist mir jetzt zu früh. Wir haben noch einen Schlüssel, den wir nicht gefunden, nicht holen konnten. Also da gibt es noch einiges zu entdecken, finde ich.
Na komm, Lara, Ziele runter. Oder wir springen erstmal wieder darüber. Also cool, dass wir direkt ans Levelende kommen können. Aber ich will es nicht. Ich will das noch nicht. Natürlich sind alle drei hinter mir. So, was haben wir? Hat sich das gelohnt? Ja, ich denke, das hat sich durchaus gelohnt. Selbst wenn das hier alles war, hätte sich das durchaus gelohnt. Okay, wir müssen hier wahrscheinlich irgendwie einen Schalter finden, um... Ja, da ist er. Die Türen wieder zu öffnen. Oh, da ist nochmal einer. Heilige Scheiße. Speichern. Alrighty. Alrighty. Wir kommen nie wieder raus. Also, was wir nicht gemacht haben, wir waren weder da noch da oben. Wir haben den Schlüssel nicht gefunden. Dass da das Levelende ist? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ist da ein Pfad oben? Wäre möglich. Es wäre möglich. Kann man da hoch? Können wir gucken. Wir haben hier einiges übersehen. Also einiges nicht gemacht. Deswegen will ich noch nicht ins nächste Level. Weil ich habe das Gefühl, hier gibt es noch einiges zu entdecken. Sehr schön und gut, dass uns die Option zur Verfügung stehen würde, ins nächste Level zu gehen, aber ich möchte die eigentlich momentan nicht. Alright, jetzt sind wir hier. Da drüben kann man tatsächlich hin. Die Frage ist, von wo? Von da drüben wahrscheinlich, ne? Alright. Wir laden das Ganze nochmal. Und... Ach, wir sind wieder hier. Das ist jetzt nicht... Naja gut, das ist nicht so weit. Spielt nicht so eine Rolle. Ist okay. Aber krass, ich hätte nicht gedacht, dass... dass das Level schon so schnell zu Ende ist. Oder zu schnell zu Ende sein kann. Aber ich werde jetzt natürlich den Teufel tun, da direkt einfach reinzurennen. Ich meine. Es gibt noch Secrets zu finden, meine Güte. Wir haben erst eines gefunden. Ich meine, wenn der Schlüssel nicht gebraucht wird, um das Level zu beenden, dann wird er wohl für ein Secret sein, nehme ich an. Ich habe zwar nirgendwo ein Schlüsselloch entdeckt, aber, ne? Wird bestimmt irgendwo sein. So, hier runter. Hier haben wir eigentlich alles schon gemacht. Wir können hier einfach nur durch. Go, 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 Lara. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Alright. Dann war das... Hier einfach durch die Tür. Ich glaube, das Rätsels Lösung ist hier. Seht ihr den Weg da drüben? Irgendwie kommt man dahin. Ha.
Schauen wir mal, was passiert, wenn wir diesen Sprung hier machen. Alright, wir landen hier. Bringt uns das was? So wie es aussieht, nicht. Schade. Ich meine, überlegen. Wie kommt man da hin? Wir rutschen da ab. Das heißt, das geht nicht. Das muss auch hier irgendwie möglich sein, diese Dinger hier loszulösen. Dieses ganze Gebilde. Braucht man eventuell einfach nur eine bessere Waffe, oder? Nee. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man eine spezielle Waffe braucht, um ein Secret zu lösen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wie gesagt, wir können da runterspringen, aber das reicht nicht aus, um... also unser Gewicht reicht nicht aus, um die Seile zu sprengen. Die Seile fangen auch nicht an zu brennen, was ich ein bisschen merkwürdig finde. Ich meine, was wir mal probieren könnten, ist, wenn, ob unser Gewicht ausreicht, wenn wir von hier aus runterspringen. Ob unser Gewicht ausreicht, um das Eis zu zerdeppern. So geht's nicht. So geht es nicht. Wir müssen das wirklich, wenn dann, ganz an der Ecke machen. Nein, das Eis ist meterdicht. Zumindest hat es den Anschein. Alright. Was haben wir noch? Irgendwas übersehe ich hier. Gucken wir uns nochmal genau um. Wir waren da drüben. Von da sind wir aber nicht weitergekommen. Wie kommen wir da rüber? Es gibt so viele Mysterien noch hier in diesem Level. Ich verstehe es nicht. Wir haben diesen Schalter betätigt, der hat uns die Tür geöffnet. Haben wir hier was übersehen? Haben wir nicht. Haben wir hier was übersehen? Haben wir nicht. Kann man den Block auch ziehen? Kann man nicht. Ist oben was? Nein? Warum ist hier so eine Alkove? Das macht mich gerade ein bisschen stutzig. Ich glaube zwar nicht, dass wir hier was ziehen können. Nee. Sehr merkwürdig. Wirklich sehr merkwürdig. Ich könnte schwören, dass man hier irgendwas mit dem Ding machen kann. Dass es runterknallt, das Eis zerdeppert. Haben wir hier irgendwie was, was uns weiterhilft? Sieht nicht so aus. Wir können damit nicht interagieren. Keine Items. Können das nicht wegschießen. Theoretisch müssten wir von hier darüber wieder springen können. Das bringt uns zwar nichts, aber das würde wahrscheinlich gehen. Was ist, wenn wir... Ich probiere diesen Sprung nochmal.
Wie gesagt, irgendwas muss hier sein. Irgendwas muss. Irgendwelche Möglichkeiten muss es hier geben. Das ist zu schräg, echt? Ah. Vielleicht übersehe ich das Offensichtliche. Wir lassen diesen Speicherpunkt mal stehen. Ich gehe jetzt nochmal runter. Ich gucke nochmal von unten, ob ich da vielleicht einfach mehr sehe. Wir können das Ding hier nicht... Ärgerlich, ärgerlich. Wie kommen wir da hoch? Ich meine, vielleicht geht es nur von der anderen Seite. Vielleicht ist, vielleicht ist das Ziel, gar nicht da rechts hochzukommen. Also nicht hier hochzukommen, sondern auf die andere Seite der Brücke, dass wir da hochkommen. Wir haben da eine geschlossene Tür. Sehen wir, ob diese Tür ein Schlüsselloch hat. Ich glaube es nicht. Aber wie kommen wir da hin? Wir hatten das da oben, was anscheinend... Da gibt's noch weiter oben noch mehr Zeug. Und das hier unten, das haben wir gemacht. Außer ich habe was übersehen. Ich glaube es nicht. Ich glaube, hier drin haben wir tatsächlich alles gemacht. Ah, Leute, ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir das Level einfach tatsächlich beenden, ohne die letzten beiden Secrets zu finden. Kann man hier hoch? Also, hier meine ich. Ja, wir rutschen sofort wieder runter. Das heißt, das bringt uns nichts. Das ist zu hoch. Ah, strange. Strange indeed. Also die Brücke ist zweifelsohne mit dem Zeug da drüben verknüpft. Und wahrscheinlich auch mit dem Schlüssel. Da oben ist... Ich stehe auf dem Schlauch. Wie kommen wir da oben hin? Hat es irgendwas mit diesen Nischen hier zu tun? Sind die doch für was gut? Ich meine, warum würde man hier sonst Nischen reinpacken? Ich weiß es nicht. Schneebälle. Ich habe mir gerade überlegt, ob es eine Möglichkeit gibt, hier in jede Nische einen Schneeball zu packen, der dann irgendwie was öffnet. Können wir den Block hier verschieben? Können wir nicht. Wir können hochklettern. Bringt uns nur nichts. Ja, das bringt uns nichts. Ah. Also wir würden, wenn wir hier hochkommen würden, was wir nicht tun, könnten wir auf die Brücke springen.
Wisst ihr was? Ich gucke mich offscreen noch ein bisschen um. Vielleicht finde ich was und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ich bin hier nochmal was am Absuchen. Ich habe hier eine Leiter gesehen, die ich mal hochgehen möchte. Vielleicht lässt uns die das Feuerding droppen. Und wenn da wieder nichts ist, dann, ich weiß nicht, ich habe versucht, mit dem Granatwerfer drauf zu schießen. Es hat nichts gebracht, obwohl ich eine Punktlandung gemacht habe. Okay, machen wir YOLO. Okay. Das scheint ein Secret zu sein. Aber ich weiß nicht genau, was ich da tun muss. Gucken wir nochmal. Okay, das hat geklappt. Aus irgendwelchen Gründen. Wir haben, das, ja, das Secret. Okay. Naja, gut, ist nicht das, was ich mir erhofft habe, aber im Endeffekt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Ich habe alles abgesucht. Ich habe sonst nichts gefunden. Ich bin jedes Areal 2 bis 3 Mal durchgegangen. Ich habe hier probiert, mit allem Möglichen zu interagieren. Ich habe einfach keine Möglichkeit gefunden, wie wir das Ding zum Einsturz bringen können. Naja, was soll's. Ich meine, wir haben zwei Secrets. Ich vermute mal, der Schlüssel wird dann irgendwie, wäre halt der Schlüssel für das Gold Secret. Das wir jetzt halt nicht haben, aber mein Gott, man kann nicht immer gewinnen. Ich habe mir so das Gehirn zermartert, was hier die Lösung sein könnte. Und ich komm nicht drauf. Vielleicht hat es irgendwas da oben mit zu tun? Ich meine, wir können tatsächlich mal probieren, ob wir vielleicht von hier irgendwie was tun können. Vielleicht habe ich hier was übersehen. Weil da drüben haben wir ja auch ein Gitter und da oben ist auch ein Gitter. Können wir hier vielleicht irgendwo hoch? Gucken wir nochmal in diesen Raum hier rein. Ja, das ist im Prinzip ja auch verdächtig. Wir rennen einfach durch die Tür und dann ist das Level zu Ende. Obwohl es ziemlich danach aussieht, als würde man hier irgendwie hoch können. Aber das haben wir probiert, oder? Das geht nicht. Das ist zu abgeschrägt. Aber das ist doch nicht alles zum Spaß hier da. Ich verstehe es gerade nicht. Da oben. Können wir von hier aus vielleicht weiter nach oben gehen? Die Leitern sind übrigens ein bisschen eine merkwürdige Textur für Pressure Plates. Wollte ich einfach nur mal so mal anmerken. Ich weiß nicht, ob das an dem Texturpack liegt, das wir haben, oder ob das normalerweise auch schon so ist. Okay, Repetition. Wir waren hier drin. Es gibt hier keine Möglichkeit, irgendwo hochzuspringen. Vielleicht von drin. Vielleicht habe ich drin etwas übersehen. Wir sind einfach ins nächste Level gegangen und im Endeffekt habe ich es dann dabei beruhen lassen. Gucken wir mal, ob wir da noch irgendwer was finden.
Genau, da muss man ja schnell sein. Ich Noob. Ich hab's wieder völlig vergessen. Alright. Wir sind hier drin. Und nun. Unten scheint soweit nichts zu sein. Was ist, wenn wir weiter nach oben gehen? Ah, ich hätte speichern sollen, ne? Ich hätte speichern sollen. Das war dumm. Weil jetzt noch ein Medkit zu verwenden, das möchte ich eigentlich nicht unbedingt. Tatsächlich, da ist nichts. Oben ist auch nichts. Alles klar. Das ist alles echt sehr, sehr, sehr merkwürdig. Aber gut, ich meine, was will man tun? Das soll wohl nicht sein. Also gehen wir weiter. Notgedrungen. Aber gut, meine Lieben, ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Es war jetzt ein bisschen viel Suchei. Irgendwas habe ich übersehen, aber ich weiß nicht was. Ich bin das Level 2 bis 3 mal komplett durchgegangen. Ich habe geguckt, wo man raufspringen könnte. Ich habe nichts gefunden. Wenn, dann ist es, muss es extrem gut versteckt sein, oder ich habe einfach irgendwie was sehr Offensichtliches übersehen. Aber gut, meine Lieben, das war es jetzt mal mit dieser Episode. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.